Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, Mac Vurago, und diese Therapie ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Mafia, Mafia 2, Joe Adventure. Und ich hoffe mal, mit so einem Ding werden wir halt auch wieder mal ein bisschen Action haben, weil letzte Runde war ja ein bisschen mehr Fahrerei und aufpassen, dass die Cops uns hier erwischen. Ein bisschen mehr Action wäre auch ganz cool. So, dann werden wir gleich mal gucken, was wir anstellen können für mehr Action. So, da wäre ja zum Beispiel hier, da haben wir die nächste Mission. Gibt's noch irgendwo welche Missionen? Nein. Alles sehr straightforward. Missionen machen. Okay. Naja, braucht man nicht so weit laufen. Ist ja gleich um die Ecke. Da vorne. Oder? Nein. Das ist nicht die Mission. Das ist die, die wir gerade gemacht haben. Aber ich denke mal davon aus, dass wir nach oben müssen. Wahrscheinlich irgendwo hier drinne, oder? Kommen wir rein? Nein, kommen wir nicht. Hm, wo ist die Mission? Aber dann scheint sie draußen zu sein. Okay, aha, da steht wieder ein Auto. Wir nehmen lieber mal unseren mit hier. Den haben wir praktisch ja schon mal hier gelassen. Das ist ein Problem an den flachen Flundern. Du weißt aber nicht, wo vorne hinten ist hier. Oh. So, geht's weiter hier lang. Hoppala, bitte laut hier wieder. Ah, schöner Drift. Schöner Drift. So, ich gehe hier lang, ja. Oh, wo hier muss die Mission sein? Ah, nee, da hinten im Hof. Die Frage ist, wie kommen wir zum Hof? Irgendwo hier drinnen. Nee, auch nicht. Wenn das für... Ah, jetzt haben wir doch. Wenn das für eine Mission schon die Mission ist. So viel dazu. Okay. Mal gucken, was uns hier diesmal erwartet. Schmugglerglück. Joe, ich habe laut hören, dass ein paar Scheißkerle ohne unser Wissen was Großes durch den Hafen schleusen wollen. Das muss ich sofort aufhören. Zwing deinen Arsch dahin und stell fest, was die kleine Geheimnis ist. Egal, was du bei ihnen findest, bring es zu unserer Garage in einen Chinatown. Und hey Joe, falls ein paar von ihnen bei der Aktion wehtun, umso besser. Fahr zum Hafen, klau die Ladung. Ja, das ist ein großer Vorteil, ist, wir sehen es ja schon in der Nähe vom Hafen. Wird der Weg nicht so weit. Okay, Mission startet. Wir steigen mal wieder ein, ja. So, wäre natürlich gut, wenn wir es auf die Reihe kriegen, hier zu wenden. Oder wir schaffen es einfach, die Wand zu dünnern. Eigentlich so einfach. Okay, weiter hier lang rum. Da steht schon wieder eine Karre im Weg hier. Ein bisschen Kratzer. Alter, hier komm ich gerade. Okay, die Cops fahren oben. Alter, die Taxis fahren ja auch wie der letzte direkt hier. Okay, hallo, abblenden. Okay, hier lang rum. Alter. Scheiße. Genau, Joe, du sagst es. Ist die Fahrerei ist... Schnapp dir den Van. Okay, jetzt wissen wir, worum es geht. Das Problem ist, ich kann aus dem Auto nicht rausschießen. Das ist Kacke. Das muss man ehrlich sagen, das waren die anderen Teilen besser. Ja, wir wissen, wenn besorgen. Also wissen wir wenigstens, worum es geht. So, Auto hier. Ah ja, Auto steht noch hier rum. Also, entweder ich bin zu blöd. Oder... Mich würde mal echt interessieren, wie man aus dem Auto heraus rumballern könnte. Oh. Weil die können's ja. Wird das auch können. Das würde mich vieles einfacher machen. Großer Vorteil ist, wir wissen, worum es geht. Ja, verdammt. Die können uns auch noch aufballern.
Das könnte ein bisschen länger dauern. Achso, Mission wieder annehmen. Schön wäre natürlich, hätte man das passende Fahrzeug, ein bisschen LKW, da könnte man die einfach so kabum. Oh, einsteigen. Die Frage ist, folgen wir denen erstmal einfach so ein bisschen und gucken, was die, wo die hinwollen? Oder schnappen wir uns gleich den Van? Aus Effizienzgründen wäre es natürlich klug, gleich den Van sich zu schnappen. Aus Effizienzgründen wäre es auch super, sich erstmal um die Karre da kümmern. Aus Effizienzgründen wäre es natürlich besser, sich nicht treffen zu lassen. Wie sollen wir das... Wieso kann Joe eigentlich nicht beim Fahren schießen? Nico Bellic konnte das. Tommy konnte das auch. Okay. Hier kommt mal, wo die hinwollen. Das wäre vielleicht so die erste Aufgabe. Vielleicht ergibt sich ja einfach bessere Chancen. Okay. Wir folgen dem mal und gucken, was passiert. Aha. Okay, die ballern da schon mal kräftig rum. Okay, scheint ganz laut sagen. Ja, aber wenn wir der Wendisse kommen. Okay. Die greifen uns sofort an und wir können uns eigentlich nicht wehren. Und das finde ich ein bisschen blöd. Wer schlaue Ideen hat, kann ihr ja gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Alle Strategie und Taktik, ja, einfach mal reinschreiben. Ich denke, jeder ist dafür dankbar für gute Ideen. Oh, da wäre das richtige Fahrzeug gewesen. Aber ich würde sagen, wir machen mal Folgendes. Wir folgen den erst einfach mal. Und schauen mal, wo die hinfahren. Vielleicht sollten wir doch ein anderes Fahrzeug wählen. Einfach mit mehr Gewicht. Also mit dem Auto wird das nichts. Der ist zwar super schnell. So, das heißt, bevor wir das jetzt versuchen, besorgen wir ein anderes Auto. Brauche ein anderes Fahrzeug. So ein LKW wäre super, aber damit fahren wir uns davon. Sorry, meiner ist in der Werkstatt. Jupp. Weg hier! Ich lass ihn mal hier stehen. Ich hoffe mal, der steht dann noch da, wenn wir wiederkommen. Mein Plan ist jetzt mit dem Eumel den Van rammen. Mal gucken, was passiert. Im schlimmsten Fall ist er einfach weg. Oh, Mission gestartet. Auf alle Fälle, er steht noch da. Das wird scheppern.
Die Frage ist, dass den Verfolger rammen oder den Van. So, wenn wir den Van damit rammen, stoppen wir den auf jeden Fall. Problematisch wird es nur, der kann danach fahren und durch die Erde. Alter, ist denn hier los, Alter? So, die Frage, ob wir den jetzt richtig erwischen. Oder wenn jetzt stiften. Also es hat auf alle Fälle nicht gereicht, den Event zu stoppen. Okay, mit dem brauchen wir auch gar nicht erst Verfolgungsjagd anfangen. Ja, man braucht schon ein Fahrzeug. Was eine gewisse Geschwindigkeit mit sich bringt. Der große Vorteil von dem Eumel ist, andere Autos sind egal. Und gucken, was passiert. Wäre schön, wenn du natürlich der Van sich irgendwo festhängen würde. Okay, mit dem wird das nichts. Cabrio ist auch kacke, weil der ballert so gleich über den Haufen. Okay. Die Frage ist... Spannend, dass er den noch gleich speichert. Er hat einen neuen Plan. Ganz neue Idee. Und zwar, der Fehler, den wir machen, ist ja, dass wir den unbedingt versuchen, das Fahrzeug zu stoppen. Aber eigentlich reicht es ja aus, wir müssen nun in der Nähe sein und dann ballern wir die irgendwie blöd auf und ja. Das heißt, wir müssen bloß den Van stoppen. Oder. Oh. Hallo, kannst du mal einsteigen? Wäre super, wenn du einsteigst. Ah, das ist der Van weg. Würde prinzipiell passen. Das könnte die Lösung sein. Wenn wir es schaffen, dass der... Das Problem ist alles so eng, da können wir den Bahn nicht blockieren. Wir können die Straße nach... Entschuldigung. Wäre super, wenn wir den... Aber das könnte die Idee sein. Natürlich ist halt der Vorteil Time Loop Wissen sozusagen. Wir wissen, was kommt. Das weiß ja der Joe eigentlich noch gar nicht. Super Aktion, war zu schweigsam, deswegen gleich nochmal. Aber so könnte das funktionieren. So, auch ein neues. Das Problem ist natürlich rumballern in Öffentlichkeit. Wir haben danach wieder die Cops am Arsch. Langsam ergibt sich für mich da ein gewisses Muster. Naja, wir haben beschissen auch Deckung gehabt, hinten am Kofferraum.
Ihr gehört natürlich auch den Egg. Aua. Entschuldigung. Genau. Davon, dass die Motor schon vorher fehlt, reden wir gar nicht mehr. Okay. Okay, wie wäre es jetzt mal mit einsteigen? Lief zwar nicht wie geplant, aber auf alle Fälle besser. Wir sind noch am Leben. Sollen wir doch den Van nehmen. Ein Versuch machen wir jetzt noch, wir nehmen den Truck. Und stellen den Truck quer. Wir haben ein bisschen beschissen gestanden, weil beim ersten Mal versucht zu blockieren, hat das den großen Vorteil gehabt, der stehen geblieben. Wir konnten in Ruhe den Fahrer ausschalten. Oh. So. Das sollte ja wohl jetzt auch wieder funktionieren. Okay. Schön, wenn du schneller aussteigen würdest. Ja, Scheiße. Tanklaster, super Idee. Nee, ist er nicht. Gut, würde heute nicht normal werden. Ich würde sagen, das lassen wir für heute. Beim nächsten Mal probieren wir das nochmal ohne Tanklaster. Wir können uns ja noch einen kleinen Last-LKW besorgen, der vielleicht nicht explodiert, wenn man auf ihn ballert. Dann würde das wahrscheinlich auch funktionieren. Schön wäre, wenn wir die auch dabei hätten und zwar voll geladen. Leider. Leer. Da ist ja leider nichts drinne. Leider alle. Damit hilft ihr uns nicht weiter. Vielleicht sollte man einen Waffenladen noch geben, wäre auch super. Aber dazu beim nächsten Mal mehr, wenn es wieder heißt Let's Play Mafia Mafia 2 Joe's Adventure. Genau, das ist der Joe. Ich bin der MacVurager und sag Servus und Ade.